Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor, los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor, los geht's! Ich hoffe, es funktioniert, kleiner roter Traktor. Denn das würde die schwere Knochenarbeit beim Kartoffelnpflanzen wesentlich erleichtern. Hallo! Hallo Jan, was machst du denn da? Hallo ihr zwei, ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich zeig euch mal was. Bist du bereit, kleiner roter Traktor? Aber warum lässt du denn all die Kartoffeln hier auf den Hof fallen? Das war nur zur Probe. Später fahren wir zusammen aufs Feld. Und dann fallen die Kartoffeln in die Furchen, die wir gepflügt haben. Das ist aber wirklich sehr schlau. Jan? Ja? Diese Kartoffeln sehen irgendwie komisch aus. Das sind Saatkartoffeln zum Pflanzen. Die kann man doch nicht essen. Noch nicht. Aber es dauert nicht lange, dann wachsen aus ihnen Kartoffeln, die man essen kann. Kann man mit denen auch drucken? Was? Drucken? Mama wollte uns zeigen, wie man mit Kartoffeln drucken kann. Aber sie hatte keine Kartoffeln mehr. Ich weiß nicht genau, was ihr meint. Aber nehmt ihr doch einfach ein paar mit. Danke, Jan. Danke. Bis bald. Ja, bis nachher. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's! Wir werden jetzt Kartoffeln pflanzen. Ja. Komm schon, ist das wirklich dein bester Aufschlag? Guten Morgen, Herr Junker. Ich mache gerade ein paar Übungen. Sie auch, wie ich sehe. Na ja, ich probiere gerade meine neue Tennismaschine aus. Das geht so. Es wird nicht lange dauern, dann gehöre ich im Tennisclub zu den Besten. Ich hatte nie viel für Tennis übrig. Ich laufe lieber, bin dafür geboren. Das erinnert mich an Krämpfe. Ich muss weiter, die Muskeln dürfen nicht abkühlen. Krampfgefahr, immer in Bewegung bleiben. Gut. Muss weiterlaufen. Vielleicht sollte ich auch weiterarbeiten. Ach, wenn es doch einen einfacheren Weg gäbe, Kartoffeln zu pflanzen. Hey! Das ist es. Ich glaube, ich habe da eine wunderbare Idee. So ist es gut, kleiner roter Traktor. Immer schön langsam. So geht es ja wie im Handumdrehen. Auf die Art sind wir noch vor dem Mittagessen fertig. Was in aller Welt? Eine Kartoffel? Schönen guten Tag, Michael. Ah, hallo Stumpi. Sieht aus, als wäre dir dasselbe passiert wie mir, von der Kartoffel getroffen. Eine Kartoffel? Die sieht ja komisch aus. Das ist mal wieder typisch. Kaum haben wir den Auftrag, einen liegen gebliebenen Wagen abzuschleppen, haben wir einen Platten. Keine Angst, mein Junge. Das haben wir gleich wieder im Griff. Was war das? Eine Kartoffel. Eine Kartoffel? Ja, eine Kartoffel. Kartoffel! Ich weiß, was eine Kartoffel ist, Paps. Ich bin nur überrascht, dass jemand damit nach uns wirft. Du meinst, wir werden angegriffen? Wir werden angegriffen! Geh in Deckung! Aber Paps, ich muss doch... Ich komme! Hallo, was ist denn hier los? Kartoffeln. Hä? Kartoffeln, Jan. Irgendjemand wirft mit Kartoffeln nach uns. Das sind Saatkartoffeln. Ich sagte schon, die sehen komisch aus. Von denen habe ich Max und Emma welche gegeben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit nach Leuten werfen. Das machen meine Kinder nicht. Nein, aber vielleicht wissen sie, woher die gekommen sind. Komm, kleiner roter Traktor, wir fragen sie. Also, bis später. Bis dann. Noch immer nicht ganz richtig. So geht's. Oh ja, jetzt habe ich den Dreh raus.
wollen wir es doch gleich mal mit denen hier versuchen. Noch nicht ganz. Hallo, Jan! Hey, mein Bild! Ich wollte gerade mal fragen, ob ihr was über diese herumfliegenden Kartoffeln wisst. Aber anscheinend wisst ihr das auch nicht. Wo kommen die denn bloß her? Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir gehen besser rein. Hier draußen wird's mir zu gefährlich. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's. Wir müssen rausfinden, was hier vor sich geht. So, fast fertig. Hast du gut gemacht, Nicola. Ich hab noch nicht vergessen, wie's geht. Nur noch eine Sekunde, dann sitzt er wieder richtig fest. Ich glaub's nicht. Wir werden mit Kartoffeln beworfen. Jemand greift uns an. Immer noch nicht ganz richtig. Hey, was ist? Da werfen verrückte Kartoffeln nach mir. Hey, ich werde angegriffen. Hey, ein Ass! Ich würde an deiner Stelle in Deckung gehen. Nicola und ich werden angegriffen. Also, wenn es dich tröstet, hier werden alle angegriffen, nicht nur deine Werkstatt. Es fliegen überall Kartoffeln durch den Ort. Gut ausgewichen, kleiner roter Traktor. So, jetzt reicht es. Wir werden der Sache mal auf den Grund gehen. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Und fertig. Gut gemacht, Nicola. Ich fahr zu dem liegen gebliebenen Wagen. Ich halte die Stellung hier. Den hab ich. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Das war knapp. Ich frag mich, was da wohl dahinter steckt. Wo ist Herr Junker? Herr Junker? Jan? Was machen Sie da? Ich versteck mich natürlich. Irgend so ein Verrückter bewirft mich mit Kartoffeln. Ich glaube, dieser Verrückte sind Sie selbst, Herr Junker. Was? Dieses Ding hier. Ah, Sie meinen meine Saatkartoffelwurfmaschine? Die erspart mir die anstrengende Arbeit, Kartoffeln zu pflanzen, verstehen Sie? Aber anscheinend schießt Ihre Maschine diese Kartoffeln durch den ganzen Ort. Dort herrscht ein Chaos. Autsch! Haben Sie das gesehen? Das ist Walter. Er verteidigt seine Werkstatt. Er schlägt die Kartoffeln mit einem Tennisschläger zurück. Er weiß ja nicht, dass die Dinger von Ihnen kommen. Das heißt also, dass es alles meine Schuld ist? Ja. Ich glaube, das war ein bisschen dämlich von mir. Ich wollte mir nur die Arbeit beim Kartoffelpflanzen ein bisschen erleichtern. Wir sind damit schon fertig, also könnten der kleine rote Traktor und ich Ihnen helfen. Sie würden mir helfen? Na klar. Unter zwei Bedingungen. Jede. Sie müssen Ihre Kartoffeln in unsere Maschine füllen. Aber natürlich, ich mache alles, was Sie wollen. Sie müssen es nur sagen. Und Sie müssen rumgehen und jedem Einzelnen erzählen, dass Sie heute für die rumfliegenden Kartoffeln verantwortlich waren. Oh, ach, muss ich das wirklich? Ja, oder wir helfen Ihnen nicht. In Ordnung. Herr Junker, mehr Kartoffeln bitte. Ach, das ist doch lächerlich. Warum muss ich die ganze schwere Arbeit machen? Beeilen Sie sich, Herr Junker. Strengen Sie sich an. Die Kartoffeln pflanzen sich nicht von allein. Ich sag dir was, kleiner roter Traktor. Kartoffeln pflanzen war noch nie zuvor so leicht. Oh, mein Rücken.